Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute machen wir mal wieder eine HP-Anzeige, aber diesmal nicht mit Zahlen, sondern mit einem Balken. Nach diesem Tutorial könnt ihr eure HP oder eure MP anzeigen lassen, genauso wie im Spiel A Link to the Past mit der Magie-Anzeige. Viel Spaß mit dem Tutorial! Als erstes klicken wir auf die Map und erstellen ein neues Event. Wir stellen es auf Parallelprozess und klicken auf die leere Zeile. Jetzt wählen wir Bildanzeigen aus. Ich habe hier zwei Bilder vorbereitet, einmal den Rahmen der Anzeige und einmal den HP-Balken. Ihr könnt beide Bilder in der Videobeschreibung runterladen. Damit habt ihr schon mal eine Vorlage, die ihr später noch verändern könnt, wie ihr wollt. Wir lassen erstmal den HP-Rahmen anzeigen. Die Bild-ID setze ich auf 51 und klicke auf OK. Als nächstes lasse ich den Balken anzeigen. Die ID setze ich auf 50, also unter den Rahmen. Hier gibt es ein paar Sachen zu beachten, solltet ihr selbst so einen Balken erstellen wollen. Ich habe den Balken an sich 200 Pixel breit gemacht. Daneben habe ich ebenso 200 Pixel freigelassen. Sollte euer Rahmen zum Beispiel 100 Pixel breit sein, lasst daneben nochmal 100 Pixel frei. Da wir das Bild nachher mittig anzeigen und die X-Koordinate mit einer Variable steuern, wird der Balken bei 0 außerhalb vom Bildschirm sein und genau in der Mitte des Bildschirmrandes angezeigt. Somit wird nur der Abschnitt abgezeigt, das ihr freigelassen habt. Ihr versteht nachher besser, was gemeint ist. Klicken wir nun auf OK. Den Ursprung setzen wir jetzt, wie gesagt, auf die Mitte. Dadurch, dass der Ursprung in der Mitte ist, versetzt sich jetzt der Balken bei der Anzeige. Das müssen wir nun ändern. Bei X gebe ich 200 Pixel ein, da unsere Anzeige 200 Pixel von der Mitte aus breit ist. Y versetze ich jetzt noch um 20. Das kann variieren, je nachdem wie lang und breit eure Anzeige ist. Solltet ihr meine Bilder benutzen, könnt ihr diese Werte übernehmen. Wir sehen jetzt, dass die HP-Anzeige richtig angezeigt wird. Jetzt müssen wir nur noch die HP-Berechnung machen. Wir gehen in unsere gewöhnliche Ereignisse. Ich benenne es in HP-Darstellung. Nun klicken wir in die leere Zeile und wählen Variable ändern aus. Wir erstellen eine neue Variable, ich nenne sie ebenso HP-Darstellung. Wir gehen jetzt zu Spieldaten, Akteur und wählen HP aus. Operation setzen wir auf Einstellen und klicken auf OK. Jetzt kopieren wir die Variable und fügen sie wieder ein und bearbeiten diese. Hier setzen wir Operation auf Multiplizieren und bei Konstante geben wir eine 100 ein. Somit wird die Variable, die nun den Wert der HP hat, mal 100 genommen. Klicken wir nun auf OK. Kopiert nochmal die Variable und bearbeitet diese. Operation stellen wir jetzt auf Teilen und wählen darunter Spieldaten, Akteur, maximale HP aus. Stellt sicher, dass ihr den gleichen Charakter wie oben ausgewählt habt. So, mit dieser Rechnung haben wir jetzt die HP in Prozent ausgerechnet. Also geht die Variable HP-Darstellung von 0 bis 100. Da aber unser HP-Balken 200 Pixel breit ist, müssen wir jetzt noch die Variable mal 2 nehmen, damit die HP zwischen 0 bis 200% sein kann. Somit sind 2 Pixel 1%. Solltet ihr euer Balken nur 100 Pixel breit machen, könnt ihr diesen Schritt überspringen. Ihr könnt ihn aber auch breiter machen, also zum Beispiel 300 Pixel. Dann müsst ihr die Variable mal 3 nehmen. Also kopiert in diesem Schritt noch einmal die Variable, Operation auf Multiplizieren und bei Operand eine 2. Die Rechnung gilt nachher für das Bild als X-Koordinate. Wir brauchen aber noch eine Y-Koordinate. Da die aber immer gleich bleibt, da es nur die Höhe des Bildes ist,
reicht es einfach, eine neue Variable zu erstellen. Ich nenne sie y-leer-operand auf einstellen und Konstante auf 20. Und wieso auf 20? Ganz einfach, weil wir vorhin bei der y-Koordinate eine 20 eingegeben haben. Und somit die Variable übereinstimmt, damit der Balken auf der richtigen Höhe sitzt. Sollte eure Höhe abweichen, müsst ihr eure eigene Zahl eingeben. Klickt nun auf OK. Jetzt gehen wir kurz zurück auf die Map zu unserem Event, das die Bilder anzeigt. Wir kopieren nun die HP-Anzeige und kopieren diese in unseren gewöhnlichen Ereignissen ganz nach unten und bearbeiten diese. Statt den genauen Koordinaten klicken wir jetzt auf Bezeichnung mit Variable. Für X nehmen wir HP-Darstellung, für Y nehmen wir y-leer. Nun klicken wir auf OK. Wir setzen es jetzt noch auf Parallelprozess und wählen einen Schalter aus. Ich benenne ihn in HP-Anzeige. Ganz unten im Event schalten wir HP-Anzeige wieder aus, damit die Anzeige nur kurz aktualisiert wird, wenn wir es brauchen. Bei unserem Map-Event schneiden wir noch den Rahmen aus und fügen ihn ganz oben in das gewöhnliche Ereignis. So, nun erstelle ich noch kurz ein Test-Event, das unsere HP um 8 senkt. Danach geht die HP-Darstellung an und aktualisiert unsere Anzeige. Machen wir nun einen Testlauf. Unsere HP-Anzeige sinkt, sobald ich das Event anspreche und sitzt auch an der richtigen Stelle. Wenn ihr ins Menü schaut, seht ihr dort auch einen Balken. Sollte er ungefähr mit eurem HP-Balken übereinstimmen, wisst ihr, dass ihr alles richtig gemacht habt. Jo, das war's mal wieder mit diesem Tutorial. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie man die HP oder die MP anzeigen lassen kann mit Zahlen, dann klickt doch mal auf dieses Video. Und ich sag da mal, tschüssikowski.